Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind einem vorgestellt und zwar Gabbage. Und zwar ist das die Vorschau Nummer 1. Und ja, wir haben ein neues Spiel bekommen. Das ist ein Windows-Spiel. Ich versuche es unter Proton zu spielen. Es ist teilweise sehr am Ruckeln. Die Musik habe ich auch erst im Nachhinein hinbekommen, weil da auch ein Problem war. Die Auflösung ist, keine Ahnung, irgendwie 960, nee, noch weniger oder weiß ich nicht genau, irgendwie so eine mal 540 auf jeden Fall, damit es überhaupt irgendwie flüssig läuft. Wenn man aufnimmt, ist natürlich schwierig, dann sowas zu haben. Gut, dann würde ich aber sagen, schauen wir da mal rein, mal gucken, was es da so gibt und ja, dann geht's gleich weiter nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann machen wir mal ein neues Spiel und dann gucken wir uns das mal an. Warst du jemals obdachlos? Tutorial. Kein Tutorial und keine Speicherdateien. Okay, das heißt, wir machen das Tutorial und schauen uns das mal an. An ancient hobo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are nor what your name is. You are also naked? What? Okay. Ja, das ist hier wohl unser Zuhause oder was? Fangen wir an, dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Erstmal hier oben steht was, finde verfügbare Ressourcen, um wichtige Gebäude zu bauen. Es blinkt da schon Sachen und da schon Sachen. Das heißt, achso, ich kann das anklicken. Loot. Ein verranztes Shirt. Okay, alles nehmen. Da ist ein Mülleimer. Da ist noch mehr Loot drin. Kartoffeln, Gurkensamen, Wasserflasche und eine Schiene. Alles nehmen. Was haben wir hier oben? Irgendwie Papier und PET-Flasche, so sieht's aus, ne? Haben wir dann hier nochmal Papier, PET-Flasche, Glasscherben wohl und eine Dose. Also Schrott. Und hier haben wir eine PET-Flasche, Glas, Schrott und das hier. Keine Ahnung, was das ist. Naja, wir nehmen das auch alles. Bauplätze sind jetzt hier angezeigt, weil baue ein neues Fitnessgerät. Dann fangen wir mal hier oben an, oder? Wähle ein Gebäude. Einfache Gewichtsstange. Schrottiger Boxsack. Und Kartonboxmatte. Zumindest werden meine Arme nicht schmutzig. Grundlegendes Ausdauertraining 33. Okay. Tolle Möglichkeit, Kraft zu trainieren. Das Beste, was ich jetzt bauen kann. 33 Effizienz. Ein nicht so perfekter Weg zum Agilität zu trainieren. Wahrscheinlich das Beste, was ich jetzt bauen kann. Okay. Ja, ich glaube, ich nehme mal das hier. Gut, jetzt soll ich das Mannequin wohl links klicken und dann die Stange rechts klicken und dann geht er trainieren. Machen wir das doch mal, oder? Bis er müde ist. Okay, das heißt, okay, hier sehen wir gerade, geht der Balken runter. Das würde dann, das ist unser Müdigkeitsbalken. Das ist wohl schon erledigt. Und dann baue ein Bett. Irgendwo soll ich jetzt ein Bett bauen. Okay. Dann machen wir das einfache Bett mal da hin. Und dann geh mit deinem Charakter, bis er ausgeruht ist. Okay, dann legen wir uns den mal. Also Linksklick auswählen, Rechtsklick dahin gehen. Und die Sachen eben drunter ich mit einem Linksklick. Oh, da ist noch was. Ah, der schläft ja jetzt. Lassen wir den erstmal schlafen, oder? Bis die Schlafmüdigkeit wieder hier oben ist. Doppelklicke, um okay, Menü zu öffnen. Stärke. Schwelle sieht sich auf eine auf starke Angriffe. Geschicklichkeit. Okay, und hier Ausdauer. Sättigung. Achso, wir müssen auch gucken, dass wir sauber sind und so weiter. Okay. Skills und Tasche. Skills. Okay, da haben wir hier verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich. Das ist der Fuß, das ist die Hand, Körper. Keine Ahnung, was das ist. Aber wahrscheinlich verschiedene Techniken.
Okay, und dann haben wir hier noch eine Tasche. Also unser Typ ist jetzt wieder fit. Was sollen wir denn machen? Bau eine Dusche. Achso, das Hemd, das können wir vielleicht noch anziehen, ne? 5 Wärme, Bonusenergie. Ah, jetzt doppelklickt dann das aus. Eine Schiene, selten. Ein profitiertes Werkzeug im Wegen zu meiner. Aber ich habe keine gebrochenen Knochen, also brauche ich das auch nicht benutzen. Gut, das würde bedeuten, wir gehen mal hier hin und bauen da eine Dusche. Füge Wasser zur Dusche hinzu. Okay, wir werden eine Wasserflasche irgendwo weg, die jetzt dann auch weg ist. Okay. Und dann? Achso, soll ich meinen Mannequin nehmen und soll duschen gehen? Dann duschen wir mal. Dann muss das ja hier mit der Hygiene hochgehen, ne? Tut's auch. Ah, da kommt irgendwie ein Angriff rein. Garbage Invasion. Prepare for fight. Doppelklicke zur Auswahl. Und dann steht da Kampf. Kann ich hier noch was machen? Stehlender Schlag. Wohl nicht, dann machen wir das mal. Und dann geht's los. Ziel drunter, fight. Dann haben wir gleich schon einen gekriegt, ne? Und den zweiten auch schon. Ich drücke einfach linke Maustaste immer wieder. Ich weiß nicht, was er macht. Er macht nichts. Ja, hau ihm doch mal noch eine runter. Ah, wir haben ihn AKO geschlagen. Okay, was haben wir gekriegt? Dosen oder sowas. Bestätigen wir das. Gut, wir liegen schon im Bett und schlafen. Sehr interessant. Okay, nach dem Kampf muss man sich ausruhen. Ist klar. Jetzt sind wir wieder fit. Jetzt haben wir hier was. Wähle ein Gebäude. Die Hantelstange haben wir schon. Was war das? Aha, können wir nicht bauen. Können wir auch nicht bauen. Ach, hier unten sehen wir, was wir dafür brauchen. Lars, also da fehlen uns 2 Plastikflaschen, wenn. Ah, er trainiert auch schon. Achso, hier sind die Sachen reingekommen, die wir hatten. Okay. Ja, und dann kommt die Nacht. Er geht wieder schlafen, weil er nicht mehr fit ist. Okay. Hier unten ist noch was. Steht nichts. Ah, ist eine Karte. Garbage City. Okay, das gibt verschiedene Zentren sozusagen, Stadtviertel. Okay, wir sind wahrscheinlich hier im Vorort. Okay, das wird dann größer. Da sind wir wohl und da können wir als einziges hingehen, weil das andere auch gesperrt ist. Steht da drunter? Nix. Electric Avenue. Okay, machen wir gerade nochmal zu, bis wir ausgeruht sind erstmal. Ich glaube, auf der Karte hält die Zeit an, ne? Jetzt haben wir hier, Zeit läuft da. Das ist, keine Ahnung, Level vielleicht. 18 Grad haben wir, es ist nebelig. Zeit können wir da anhalten. Das können wir nicht benutzen, da können wir Einstellungen wahrscheinlich machen. Hier oben sehen wir unsere Ressourcen, auch sehr interessant. Ah, hier ist die Invasion, die wir eben schon hatten. Da ist die zweite dann. Keine Ahnung, wofür diese 3 Felder gut sind, vielleicht eine Waffe oder sowas. Und wir hatten Level Up. Und jetzt blinkt hier ein Ausrufungszeichen. Dann gehen wir doch da mal gucken, was das Ausrufungszeichen uns bringt, oder? Okay, hier unten bei Skills ist das jetzt. Und da haben wir hier mit der Hantel ein 1 Plus bekommen. Sprengender Tritt oder zerschmetternder Schlag. Mehr können wir nicht machen. Eins von den beiden müssen wir uns auswählen. Also tendenziell bin ich zum Treten, glaube ich, eher prädestiniert. Wir nehmen das mal und lernen den. Willst du den Skill erlernen? Ja. Okay, dann war es das da wohl. Er schläft schon wieder. Wir sind sauber. Sättigung, okay, da müssen wir mal irgendwie was zu essen finden. Also Tasche ist ja hier. Aber da können wir jetzt nichts finden. Container waren die Samen, die müssten wir irgendwie einfallen. Ein weibliches Vergnügen, eins zu haben. Du sollst mal jetzt nicht mehr trainieren, denke ich. Weil dann. Ja, müssen wir gleich gucken, wenn er da nochmal geschlafen hat, weil jetzt geht er ja wieder schlafen, ne?
Genau so ist es. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir in ein anderes Stadtviertel kommen. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal hier Energie wieder haben, sonst bringt das nichts wegzugehen, oder? So, jetzt ist er fit. Jetzt geht Oma nur nach da und trainieren nicht. Jetzt gehen wir auf die Karte, gehen wir zum Vorort. Jetzt gehen wir mal hier hin. Okay, das wird angezeigt bei Linux, wenn da ein Filmchen ist, den man nicht sehen kann, oder ein Bild. Okay, wir sind jetzt hier. Das ist vom Laden. Okay, da können wir auf jeden Fall was einsammeln. Papier, Glas, Schrott und wieder dieses Verbandmaterial oder was ist das? Ich weiß es nicht. Wir nehmen natürlich alles. Was ist das? Okay, alles nehmen. Sehen wir hier auf der Karte noch mehr. Also irgendwo hingehen kann man hier nicht. Ich sehe meinen Charakter auch gar nicht, ne? Rapunzel, warum sie wieder ein Haar runter, sagt der Penner. Was ist das hier mit dem hier? Kenji. Das Kleingeld für eine Veteran übrig. Ich habe kein Kleingeld. Prinz Rodeo, wer zur Hölle bist du? Fass nicht meinen Müll an. Ah, okay, mit dem muss ich mich wohl jetzt anlegen. Kampf. Stehlender Schlag. Können wir es auswählen? Nein. Okay, ich glaube, ich muss dann einfach kämpfen. Wir hoffen, dass das klappt. Das bin ich doch, der andere, ne? Ich muss doch dem hier eine zeigen, oder? Okay, der hat mich K.O. gehauen. Das hat ja gut geklappt, ne? Es ist nichts drin, okay, Prinzessin, such dir einen anderen Ort, das ist meiner. Okay, dann sind wir wieder zurück. Wir haben ein bisschen Schrott gefunden, jetzt ist die Frage, kannst du hier etwas bauen oder da was bauen? Aber ich kann nur das bauen. Ah, da kann ich einen Kochtopf bauen, das macht vielleicht noch Sinn. Es gibt also verschiedene Stellen, was zu bauen, das kann ich hier bauen. Einfaches Bett, ne, das brauchen wir ja nicht. Hier war da auch noch was, ne? Könnt ihr wahrscheinlich ein paar Verteidigungen bauen. Aber keine Ahnung, wie das geht mit den Verteidigungen. Was kann ich hier bauen? Nix. Da kann ich mein Trainingsgelände bauen. Und hier der Kochtopf. Daneben eine Feuerstelle. Ja, nur bei Verwendung speichert eine geringe Menge an Feuer, nicht genug Ressourcen. Und der Kochtopf, den kann ich bauen. Dann sollte ich vielleicht den Kochtopf bauen. Vielleicht kann ich mir da was zu essen beibrutzeln. Sieht ganz danach aus, ne? Es gibt dann Mahlzeiten. Aber dafür brauche ich halt Klamotten hier, wie man sieht. Rezeptbuch. Okay, wird automatisch gewählt, steht da. Wo ist er denn? Da ist er. Der kann ja erstmal trainieren. Das ist erstmal wichtiger hier. Achso, dann muss ich den ja wieder anwählen und rechtsklicken hier. Dann müssen wir Level Up machen wieder. Wie sieht's hier mit unserer Invasion aus? Ein Tag und 9 Stunden noch. Mal gucken, dass wir dann fit werden. 20 von 19. Oder 20 zu 19 ist das hier. Wir sind ja schon Level 2, das ist ja schon mal was, oder? Der geht jetzt automatisch schlafen. Das ist auch gut so, weil er ist ja immer müde. Ja, momentan bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wie zu trainieren, weil den anderen da, den müssen wir erstmal umhauen, ne? So, jetzt geht's wieder. Ja, das aber nicht, geh da hin und lern was, trainier was. Ah, hier habe ich nicht das richtige Werkzeug, um es zu trainieren. Okay. Ja, jetzt kommt die Nacht oder der Tag, das war der Tag, ne? Oh, wir haben Level Up. Das bedeutet, wir können uns hier wieder einen Skill holen. Den hatten wir jetzt, ne? Sprengender Tritt, glaube. Können jetzt auf Knietritt ändern, oder? Was ist da unten? Ah, der geht doch noch nicht. Oder geht der? Zweiter Atemzug. 50 bis 100 Schadenskritische Schaden mit Regenenergie. Okay.
Ich mache mal den Knietritt. 5 bis 6 Schaden war der und der hat hier nur 5 bis 8 Schaden. Der ist also ein bisschen höher, der Knietritt. Okay. Schauen wir mal, wie sieht es mit der Hygiene aus? 52, das lassen wir nochmal so. Wir wollen noch nicht duschen gehen, weil Wasser müssen wir da gucken, dass wir da noch nachher genug haben. Hier sind es noch 22 Stunden. Louis heißen wir übrigens. Louis, schlaf mal ruhig weiter, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, dich dahin zu schicken. Ne? Naja, wird schon werden. Louis wieder anwählen und Louis zum Trainieren schicken. Ah, er hat jetzt hier 22, 21, das ist also auch ein bisschen mehr geworden. Ausdauer ist höher. Was hat er für Symbole? Essen will er und glaube das andere ist dann Duschen, ne? War das hier? Ersichtlich? Ja, das ist Hygiene. Essen und Hygiene ist gefragt. Okay. Er ist schon wieder müde. Das heißt, geh mal schlafen noch. Wärme ist noch gut. Essen ist unser Problem. Aber ich kann die Kartoffeln da ja nicht kochen, ne? Wir müssen erst was zu essen finden. Arbeiter, Tempoverstärkung, kochen. Okay. Dann müssen wir gleich gucken, dass wir irgendwie an Essen kommen, aber ich weiß nicht wie. Kannst hier etwas bauen, kannst hier etwas bauen. Das war das Lagerfeuer. Hier ist der Kochtopf. Jetzt konnte man da was bauen. Ah, er ist schon fertig. Dann gehen wir schnell hier nochmal trainieren, bevor die nächste Invasion kommt. Aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir auch fit sind. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schnell schlafen, weil wenn wir zu Ende trainieren, dann sind wir nicht ausgeschlafen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ah, das geht nicht. Ja, und er hat Hunger. Wir müssen gleich gucken, dass wir was zu essen kriegen irgendwie. Ich weiß aber noch nicht wie. Jetzt geht er duschen, wahrscheinlich von alleine sogar, okay. Ja, dann fühlt er sich auf jeden Fall besser, ne? Ach so, warte mal, kann man da hochgehen? Kriegen wir da auch noch was? Okay, da kommt der nächste Angriff. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt den zweiten Kampf loslegen. Was ist das jetzt hier? Der kniestehende Schlag. Ja, ich kann jetzt hier leider nicht den anderen Skill auswählen, oder wie sehe ich das? Es geht nur der stehende Schlag und der macht nur Schaden 2 bis 4. Wie komme ich denn an den anderen? Ich habe doch das andere schon gelernt. Hier, diese 2 ist es doch bestimmt, oder? Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern dann wahrscheinlich. Müssen wir jetzt mal durch. Kann ich den denn nur angreifen? Nee, ne? Auch doch, jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut. Du hast etwas geschafft, ich habe Papier gekriegt, okay. Ja, das hat mir aber jetzt nicht so ganz so viel gebracht. Er ist schon wieder schlafen gegangen, sehr gut. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir was mit Essen kriegen. Ich weiß nicht woher. Kann ich mal den Kochtopf abwählen? Ja. Kann ich hier hochgehen? Nee, geht wohl nicht. Nee, da passiert auch noch nichts. Gut, das bedeutet, wir müssen wieder über die Karte irgendwas machen, denke ich mal. Und zwar nochmal hier hingehen. Da hatten wir schon einen auf die Nase gekriegt, aber das wird wahrscheinlich unsere andere Chance sein, ne? Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen das so, dass wir das in der nächsten Vorschau machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.